Hallo und herzlich willkommen zu Episode 2 des Spielbuches Das Feuer des Mondes. In Episode 1 habe ich eigentlich nur den Prolog vorgelesen und heute möchte ich ein wenig ans Eingemachte gehen. Mit dabei ein Gastgeschenk von Gero Winger und seiner liebreizenden Tochter Daida. Und zwar Della Force, His Eminence's Choice, 10 Years, Old Tawny Port. Vielen Dank, Gero Winger. Ja, ist genießbar. Kerze habe ich auch angezündet, auch wenn man die bei der derzeitigen Beleuchtung nicht wirklich sieht, aber der Wille zählt, ne? Jo. Bevor ich es vergesse, ein bisschen Werbung, und zwar für den Gratis-Rollenspieltag. Das ist die Tasse aus dem Jahr 2014, aber er wird natürlich dieses Jahr auch wieder stattfinden. Um genau zu sein, am 28. März. Also Gratis-Rollenspieltag unterstützen ist eine coole Angelegenheit. So, ich werde mal kurz bei YouTube checken, ob man mich hört, ob ich mich höre, ob alles läuft. Jo, das ist der Fall. Ja, hallo Orakel. Er schreibt, ja, da bin ich mal gespannt, was du hier diesmal anstellst. Darauf bin ich auch gespannt. Solltet ihr oder sollte es Möglichkeiten geben, werde ich euch zwischendurch auch fragen, wo lang ich gehen soll, welche Seite ich als nächstes aufschlagen soll. Mal schauen, wie das so klappt, weil es ja immer ein paar Sekunden Lag gibt zwischen dem, was ich hier sage und wann es bei euch ankommt. Schauen wir mal, vielleicht klappt es ja. Ansonsten versuchen wir es beim nächsten Mal, je nachdem, wie viele Zuschauer wir dabei haben. Falls ihr das übrigens doof findet, dass ich zwischendurch frage, schreibt es auch einfach in die Comments. Kann ich auch lassen. So, was habe ich mir noch bereitgelegt? Natürlich Bleistift, wie sich das gehört, ein Notizpad und den Charakterbogen, den ich mir vorhin noch ausgedruckt habe. Natürlich heiße ich Padras. Dann habe ich hier noch den zweiten Bogen, wo es um die Ausbildung geht und die, ups, ich glaube, ich habe mein Mikrofon verdeckt, wo es um die Ausbildung geht und die Charakterentwicklung. Und auch wenn wir es heute noch nicht brauchen, habe ich hier die Karten auch schon mal ausgedruckt. Was ihr vielleicht seht, hier im Bildschirm, bei mir ist es gerade oben rechts. Ich schaue mal kurz bei YouTube, wo es ist. Ja, oben rechts. Seht ihr die Zahl 60? Wenn ich mich nicht irre und es richtig verstanden habe, ist das meine anfängliche Lebensenergie. Die werde ich dann auch entsprechend senken, wenn die Lebensenergie sinkt. Weiterhin werde ich, wie heißt denn dieses Tool? Das Dice-Tool benutzen, um zu würfeln, wenn ich ihn überhaupt würfeln muss. Wie heißt das? Dice-Stream, Entschuldigung. So häufig benutzt. Und den Namen vergessen. Ja, also Dice-Stream, damit ihr auch seht, was ich würfel, damit ich bloß nicht bescheiße. Und oben rechts die Lebenspunkteanzahl unseres Helden. So. Wie gesagt, beim ersten Mal habe ich den Prolog vorgelesen, das werde ich jetzt nicht nochmal tun. Punkt ist, wir sind ein Nachtwächter in der Stadt Waldheim. Unsere Schicht ist fast zu Ende, der Morgen graut, als wir plötzlich Schreie hören. Buch 1 des Spielbuches. In der Tiefe der Seele erwacht die Gier der alten Macht und schleicht hinauf, sich aus dem Grab, zerbricht das Antlitz, strebt zum Licht, das Dämonenbrut einst genährt. Schatten erwachen, befruchten Quell der Pein, Blut des Geistes und Frost der Seele vereint. Aus Schattenflamme, Hakun-Chronik, Stadtarchiv von Waldheim. Als die ersten Sonnenstrahlen des Tages über Waldheim erscheinen und das Ende deiner Schicht ankündigen, hörst du schrille Hilferufe.
Du musst deine erste Entscheidung treffen, weiter bei 1. Willst du helfen? Weiter bei 52. Oder gehst du in die andere Richtung weiter, damit sich in deinem geregelten und beschaulichen Leben als Mitglied der Nachtwache nichts ändert? Weiter bei 144. Ich glaube, ich riskiere es mal und gehe mal zu 52. Rennend folgst du den panischen Rufen, biegst um eine letzte Ecke und stehst vor dem Umriss eines großen Mannes mit Umhang und weiter Kapuze. Der Geruch verbrannten Fleisches liegt in der Luft. Die dunkle Gestalt beugt sich über einen auf dem Boden liegenden Mann, der um sein Leben fleht. Du trittst mit vorgehaltener Hellebarde auf den Angreifer zu und rufst: Halt! Der Mann wirbelt herum. Du kannst unter seiner Kapuze kein Gesicht erkennen. Du wagst es! Eine Stimme wie Säure. Geräuschlos schnellt er auf dich zu. Du schreist noch einmal: Halt! Diesmal lauter, schriller. Direkt vor dir hebt der Unbekannte die Hand. Mit der Kraft eines Wirbelsturmes wirst du von den Füßen gerissen. Auf deiner Brust fühlst du die Berührung eines eisigen Hauchs. Kaum länger als ein Wimpernschlag, schon ist es vorbei. Mühsam rappelst du dich auf. Der Mann murmelt eine Formel aus Lauten, die klingen, als stammten sie aus den tiefsten Gruben des toten Landes. Plötzlich flackert glutheißer Schmerz auf deiner Brust. Dir drohen die Sinne zu schwinden. Lebensenergie minus 10. Ja, das beginnt ja super. Lebensenergie minus 10. Sind wir noch bei 50. Schlage jetzt am Ende des Spielbuches den Anhang auf und lies in den Regeln Block 1. Okay, dann lesen wir erst einmal kurz die Regeln. Werte. Du spielst einen Abenteurer, dessen Namen du selbst auswählen kannst. Padras. Um die Stärken deines Helden zu bestimmen, gibt es die folgenden Werte, über die du im Spielbogen Buch führen kannst. Lebensenergie gibt den Gesundheitszustand, bla bla bla. Bei Lebensenergie 0 stirbt dein Held und das Spiel endet. Du beginnst mit einem Höchstwert von 60. Dieser Höchstwert ändert sich nur, wenn dies explizit im Text steht. Zum Beispiel Lebensenergie Höchstwert plus 3. Okay, dann ändert sich auch der aktuelle Wert um denselben Betrag. Das ist ja schon mal etwas. Gewandtheit. Du startest mit Gewandtheit 15. Wo trage ich? Ach da, 15 ist ja schon eingetragen. Dieser Wert drückt die Beweglichkeit und Geschicklichkeit deines Helden aus. Er wird sich nur selten verändern, zum Beispiel Gewandtheit plus 1. Menschlichkeit. Dies beschreibt, ob dein Held ein guter Mensch oder ein fieser Halunke ist. Du beginnst mit Menschlichkeit 0. Dein Wert kann zwischen 5 und minus 5 schwanken. Sollte während des Abenteuers der Wert auf minus 6 fallen, lies sofort bei 66 in Buch 1 weiter. Das klingt nicht gut. Schaden. Der Schaden, den du im Kampf zufügen kannst, richtet sich nach der Waffe, die du führst, zum Beispiel Schaden 6. Der Schaden ohne Waffe ist 2. Okay. Rüstung. Damit die Waffe eines Gegners weniger Schaden anrichtet, solltest du dir eine gute Rüstung oder ein Schild zulegen. Dieser Wert, zum Beispiel Rüstung 2, wird direkt vom Schaden abgezogen, den die Waffe des Gegners zufügt. Gegen Schaden außerhalb eines Kampfes hilft eine Rüstung nicht. Natürlich können auch deine Feinde Rüstungen tragen. Kampfkraft. Im Kampf musst du deine Kampfkraft mit der des Gegners messen. Details dazu weiter unten im Abschnitt Kampf. Zuerst aber mal, das war Block 1, kehren wir zurück zu Abschnitt 52. Was willst du unternehmen? Ihn mit der Hellebarde angreifen, weiter bei 70, oder eine Öllaterne auf ihn werfen, weiter bei 125. Also erstmal finde ich es, glaube ich, seltsam, dass ich eine Hellebarde habe, was eine zweihändige Waffe ist, und gleichzeitig einen anderen eine Öllaterne trage. Das wird schwierig. Trotzdem glaube ich, ist eine Öllaterne so in der Stadt, wenn ich die werfe, nicht die beste Idee. Ich mache mal weiter bei 70, versuch's mal mit der Hellebarde, auch wenn der Knilch wahrscheinlich ein bisschen zu tough ist oder magisch oder was auch immer, um sich von meiner Hellebarde begeistern zu lassen. Versuchen wir es. Du willst mit deiner Hellebarde gegen ihn vorrücken, doch ist diese plötzlich heiß wie Feuer. Mit einem lauten Aufschrei schmeißt du deine einzige Waffe zu Boden. Lebensenergie minus 5. Vielen Dank. Und nun,
um nun doch deine Öllaterne nach dem Wesen zu werfen. Lies weiter bei 125. Ja gut, dann werfe ich geschwind und ziemlich panisch, muss ich sagen, meine Öllaterne. 125. Ganz kurz schauen, nicht, dass irgendwas mit dem Ton völlig kacke läuft und ich hier für mich selbst lese. Ja, danke Orakel. Ich höre dich, ich sehe dich. Die restlichen Rammstein-Zitate spare ich mir. Das finde ich sehr angenehm, was du dir die sparst. Aber ja. Okay, 125. Kurz die Kehle befeuchten mit diesem vorzüglichen Tropfen. Du wirfst deine Öllaterne nach dem Fremden. Sie trifft ihn an der Schulter und zerbricht klirrend. Heiß, loderndes Öl ergießt sich über ihn. Augenblicklich fängt sein Umhang Feuer. Er steht wie eine lebende Fackel vor dir und ist im nächsten Moment verschwunden. Du reißt dein Hemd auf und betrachtest im Schein der ersten Sonnenstrahlen deine Brust, in der stechender Schmerz pulsiert. Du siehst kein Blut, doch prangt darauf ein schwarzes Zeichen, eingebrannt wie mit glühendem Eisen. Es zeigt einen Vogel mit ausgebreiteten Schwingen. Ein Rabe. Jetzt, nachdem das Wesen fort ist, ebbt der Schmerz ab und wird zu einem kalten Pochen, doch das Zeichen bleibt. Du hast keine Ahnung, was dir gerade widerfahren ist. So etwas hast du noch nie erlebt. Du weißt zwar, dass Magie existiert, doch hat sie bisher in deinem Leben nur in den Geschichten deines Onkels eine Rolle gespielt. Das Zeichen auf deiner Brust entstammt jedoch keiner mehr des alten Wilhelm. Es ist real und es bedeutet nichts Gutes. Du raffst dein Hemd über deine Brust und wendest dich dem am Boden liegenden Mann zu. Er trägt einen braunen Reisenmantel aus grobem Stoff. Neben ihm liegt eine Ledertasche auf dem Boden. Seine grau-schwarzen Haare stehen wirr in alle Richtungen. Der Vollbart ist struppig, sein Gesicht schmutzig. Ich muss schnell, sonst werden sie auch bald heim. Bitte, stammelt er. Ganz ruhig, antwortest du, gefasster als du dich fühlst. Ich bringe dich weg von hier. Bist du verletzt? Der Mann schüttelt den Kopf und ergreift seine Tasche. Als er jedoch versucht aufzustehen, verzieht er ächzend den Mund. Er hat sich den Fuß gebrochen und muss sich bei dir aufstützen, um zu gehen. Während ihr den Weg zu deinem Häuschen zurücklegt, berichtet er in knappen Worten, was ihm geschehen ist. Mein Name ist Marlus. Ich wurde nach Waldheim gesandt, um eine Botschaft zu überbringen. Dann hat mich dieses Wesen angegriffen. Warum? Wussten sie von meinem Auftrag? Es ist ein Wunder, dass du ihn vertrieben hast. Wie ist es dir? Ihr habt dein Häuschen erreicht. Die Tür fliegt auf und Wilhelm, dein alter Onkel, stürmt heraus, ein Stück Wurst in der Hand. Welche Küchenschabe hast du denn da aufgeklaubt? Noch ein hungriges Maul können wir uns nicht leisten. Er hält kurz inne und mustert Marlus. Er ist aber nicht aus Waldheim. Woher wissen wir, dass er kein Dieb und Messerstecher ist? Du packst den brummenden Wilhelm mit deiner freien Hand am Arm und schiebst ihn zurück ins Haus. Den verdutzten Marlus ziehst du mit dir. Ihr setzt euch an den Tisch, an dem Wilhelm ein Frühstück für euch beide zubereitet hat. Marlus blickt von dir zu Wilhelm, dann wieder zu dir. Dein Onkel betrachtet ihn misstrauisch, schweigt aber. Du gießt Wasser in einen Becher und stellst ihn vor Marlus auf den Tisch. Also gut, beginnt Marlus und deutet zerknirscht auf seinen gebrochenen Fuß. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als dir zu vertrauen. Ich überbringe ein Schreiben für einen Teppichhändler namens Samos. Okay, ich notiere, wer weiß. Teppichhändler Samos. Ups, der Tisch wackelt und damit mein Rechner und damit das die Kamera. Und wie hieß er? Marlus. Okay. In ihm wird berichtet, dass der Bund der Karben Waldheim erreicht hat. Der Bund der Karben. Okay. Samus muss sofort davon erfahren. Er blickt dich ernst an.
Du hast noch nie von Samos oder den Karben gehört. Auf einmal mischt sich Wilhelm wieder ein. Großartig. Ich sage, wir schmeißen ihn so schnell es geht aus der Stadt. Dann kann er zu seinen Karben zurück und mit denen machen, was er will. Und wir können in Ruhe frühstücken. Dir scheint es, als könntest du etwas in Wilhelms Stimme erkennen, das zuvor nicht da war. Ist es Angst? Bist du derselben Meinung wie Wilhelm weiter bei 118? Oder willst du Marlos auch weiterhin helfen, weiter bei 132? Schwierige Entscheidung, aber ich gehe wohl mal zu 132. Okay. Ja. Ist ja gut, Wilhelm, mischte dich ein. Marlos kann doch nichts dafür, er ist schließlich nur ein Bote. Du wendest dich wieder an Marlos. Der Brief sollte also schnellstens zu Samos gebracht werden? Marlos nickt zustimmend. Ja, aber mit meinem verletzten Fuß schaffe ich das nicht. Würdest du dir etwas ausmachen? Ich weiß, du hast damit nichts zu tun, aber du weißt ja, wie wichtig... Kein Problem, der Brief ist schon so gut wie bei Samos. Weiter bei 17. Marlos erklärt kurz, wo du Samos Haus findest. Direkt am Marktplatz, wenige Schritte vom Rathaus entfernt. Eines solltest du noch wissen. Er händigt dir den unbeschrifteten Umschlag aus. Der Brief trägt einen magischen Schutz. Beim Versuch, ihn zu öffnen, würdest du ihn zerstören. Bevor du gehst, legt dir dein Onkel Wilhelm eine schwielige Hand auf die Schulter. Komm gesund wieder, Junge. Die Falten um seine Augen sind tiefe Schatten. Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, lässt du deine helle Bade und dein Horn zurück. Du findest Samos Haus in einer Ecke des Marktplatzes. Also die helle Bade habe ich vorhin fallen lassen, weil sie glühend heiß geworden ist. Daraufhin habe ich sie dann doch wieder aufgehoben und habe Marlos gestützt. Und als ich am Haus meines Onkels ankam, hatte ich trotzdem meine Hand frei. Vielleicht bin ich einfach nur ein bisschen zu kleinkariert. Du findest Samos Haus in einer Ecke des Marktplatzes. Es duckt sich neben ein benachbartes Gebäude, sodass du es trotz zweier Stockwerke beinahe übersehen hättest. An seiner weiß gestrichenen Vorderfront rankt sich Efeu nach oben und umrahmt ein Wandgemälde, das einen fliegenden Vogel abbildet. Die frische Luft des Morgens lässt die Blätter des Efeus leicht zittern. Du siehst keinen Eingang, doch schließt links an das Haus eine breite Mauer an. In dieser befindet sich 5 Schritt weiter eine Tür aus Eichenholz, in die dasselbe Bild des Vogels geschnitzt ist. Du betätigst den schweren eisernen Klopfer. Trotz der frühen Stunde dauert es nicht lange, bis ein Diener eine Klappe in der Tür aufschiebt. Hallo Nachtwächter, solltest du bei Tageslicht nicht dein Bett bewachen? Er hat strubbelige braune Haare, eine auffällige runde Nase und auf der Stirn kleine Hörner. Die Tür öffnet sich und er stellt sich als Ino vor. Du darfst eintreten, Kleiner. Wir haben entschieden, dass du keine Gefahr für das Haus darstellst. Er bleckt die Zähne und stemmt die Arme in die Hüften. Unter seinem offenen grünen Mantel erkennst du einen nackten Oberkörper. Seine Beine haben Fell und statt Füße hat er Hufe. Als Ino sich umdreht und vor dir hergeht, entdeckst du einen langen, schwarzen Schweif, der wie der Schwanz eines Esels aussieht. Du folgst ihm über den Hof, in dem bunte Schmetterlinge zwischen Weinstöcken flattern und in einem Brunnen aus grauem Stein Wasser plätschert. Ihr betrachtet einen mit wertvollen Teppichen ausgelegten Wohnraum. Der Geruch von Gebratenem steigt dir in die Nase. Ein opulentes Frühstück aus unterschiedlich zubereiteten Fleischsorten, Früchten und Brot ist aufgetragen. An dem Tisch sitzt ein breitschultriger Mann mit dichten weißen Locken und üppigem Schnurrbart. Er trägt eine lange, helle Tunika, die um die Hüfte von einem braunen Gürtel zusammengerafft ist. Neben ihm lehnt ein Gehstock am Tisch. In der Hand hält er Weintrauben. Ino deutet auf dich und sagt, dieses Fohlen wünscht euch zu sprechen, Meister Samos.
Samus blickt auf und lächelt. Hier ist ein Buch drin. Ach, ein Buch. Hier ist ein Bild im Buch. Wartet mal. Spiegelverkehrt. Ah, Hilfe. Naja, man kann es erkennen. Ich find's cool. Am besten schmecken die Trauben frisch gepflückt. Ich mag das Saure. Leider bleibt nie viel Zeit für ein gemütliches Frühstück. Er führt eine der Trauben zum Mund, kaut sie und schluckt sie bedächtig herunter. Ich hatte niemanden zu dieser Stunde erwartet. Was lässt ein Mitglied der ehrenwerten Nachtwache auf die verdiente Ruhe nach getaner Arbeit verzichten? Er nickt in Richtung des blauen Wappens auf deinem Mantel. Nimm Platz. So viel zur Unauffälligkeit, hä? Ino reicht dir einen Becher mit Wein. Du setzt dich und händigst Samus den Brief aus. Schnell berichtest du ihm, was vorgefallen ist. Bei der Nennung des düsteren Unbekannten verfinstert sich sein Blick. Er verlangt, das schwarze Zeichen auf deiner Brust zu sehen. Bei der Eule! Du schweigst. Die Erinnerung an die Berührung des dunklen Wesens lässt dich frösteln. Er greift den Brief mit der linken Hand, erhebt die rechte darüber und verharrt eine Sekunde mit geschlossenen Augen. An seiner Hand siehst du einen silbernen Ring, in den eine sitzende Eule eingraviert ist. Mit einem Jagdmesser öffnet er den Umschlag, nimmt ein gefaltetes Blatt heraus und überfliegt dieses schweigsam. Seine Augen huschen noch einmal zu deiner Brust, dann ballt er die Hand zu einer Faust und zerknüllt darin den Brief. Die verfluchten Karben, in Waldheim und vielleicht sogar im Stadtrat. So weit ist es gekommen. Doch bevor wir weiterreden, warum hast du Malus und deinen Onkel in der Hütte zurückgelassen? Das war leichtsinnig. Sie werden nach dir suchen. Das Wappen der Nachtwache übersieht nicht einmal der blinde Sohn des Königs. Ich muss zu Wilhelm, rufst du aus und willst sofort aufbrechen, doch Samus hält dich auf. Das solltest du dir besser überlegen. Wenn das Wesen dich in die Hände bekommt, hilft dir keine helle Bade dieser Welt. Wie entscheidest du dich? Willst du zurückeilen, um deinen Onkel zu retten? Dann gehe zu 23. Oder hörst du auf Samus Rat? Dann gehe zu 102. In guter Luke Skywalker-Manier wähle ich natürlich zurückeilen, um meinen Onkel zu retten. 23, okay. Ach, das ist ja hier. Ach, gegenüber. Während ich renne, schaue ich noch mal ganz kurz, ob es irgendwelche Nein, nichts Besonderes passiert bei YouTube. Du verlässt Samos und rennst zurück zu deiner Hütte. Du riechst den Rauch, bevor du um die letzte Ecke biegst. Vor dir brennt dein Heim. Heiße Feuerzungen lodern in den Morgenhimmel. Die Hitze ist kaum auszuhalten. Warum versucht keiner, den Brand zu löschen? Wo sind die Nachbarn? Sag mal, wie leichtsinnig ist das denn mitten in der Stadt? Die Tür fliegt auf und heraus torkelt Wilhelm. Hustend schwankt er auf dich zu, sein Haar versenkt, seine Haut gerötet. Wie kommst du? Das Feuer! Malus ist tot, die Flamme, sie war! Er stockt und du eilst zu ihm, um ihn zu stützen. Er krallt sich in deinen Arm und zieht dich an sich, sein Blick wird zornig. Diese Karten, sagt er, die hinter Malus her waren. Er hat gesagt, dass sie kommen, dass sie alle jagen, die von ihnen wissen. Sie beherrschen die Magie. Seine Augen weiten sich, er packt dich am Kragen. Magie! Deswegen kommt niemand, um zu helfen. Die Steinwände brennen. Holla. Die Karben waren es. Die Karben, lauf, versteck dich. Ich sage, dass du verbrannt bist, genauso verkohlt wie dieser Malus. Er lacht irre. Ja, das machen wir. Mein armer Neffe, nur noch eine schwarze Leiche. Los, worauf wartest du? Er versucht, dich wegzuschieben. Doch fehlt ihm die Kraft. Vielleicht willst du bei ihm bleiben und ihm helfen. Vielleicht willst du ihn vortragen, doch all diese Möglichkeiten bleiben dir verwehrt. Du hörst lauter als die Geräusche des Feuers das Stampfen von Stiefeln. Die Stadtwache kommt. Los, mein guter Junge, rennt, sonst hängen sie dir Brandstiftung an oder Mord.
Sie werden dich zu ihnen bringen. Du tust, was er sagt. Du rennst durch die Straßen und Gassen der Stadt zu Samos. Deinen alten Onkel, der dich aufgezogen hat, lässt du hinter dir zurück. Bei Samos Haus angekommen, lässt dich Ino wortlos ein. Als Samos erfährt, was passiert ist, erspart er sich jeden Kommentar. Eines ist klar. Dein Leben, wie du es kanntest, ist vorüber. Weiter bei 177. Ja, immerhin ist Onkel Wille nicht verbrannt, was? Dun, 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 dun. 177. Samos gibt dir Zeit, damit du zur Ruhe kommen und deine Gedanken ordnen kannst. Du fühlst tiefen Gram. Dein Onkel wurde wegen deines Leichtsinns festgenommen, euer Haus niedergebrannt. Wenn du zuvor auf Samos gehört hast und nicht zu eurem Haus gelaufen bist. Wenn du zuvor auf Samos gehört hast und nicht zu deinem Haus gelaufen bist, spürst du die Schuld wie eine Kröte in deinen Eingeweiden sitzen. Menschlichkeit minus eins. Das bedeutet, dass sich deine Menschlichkeit um eins verringert. Hast du wenigstens versucht, ihn zu warnen, indem du zu dem Haus gerannt bist, so geschieht nichts. Nach einer Weile führt dich Ino wieder zu Samos. Ich sorge dafür, dass Marlos Überreste unter die Erde kommen, sagt Samos. Auf seinem Grabstein wird dein Name stehen, das wird ihn nicht stören und wir gewinnen Zeit. Hinter den Geschehnissen steckt eine Gruppierung, die sich selbst die Karben nennt. Ich bekämpfe sie mit all meiner Kraft und dennoch wächst ihr Einfluss stetig. Mir fällt Lin ein, Nachtwächter wie du. Mein Freund Lin und ich kennen uns seit unserer Kindheit. Ich kann mich bei ihm verstecken. Samos schüttelt nur den Kopf. Lin kann froh sein, dass er nicht bei dir war. Zieh nicht mit hinein, zumindest nicht, bis wir wissen, wer hier in Waldheim der Kopf der Karben ist. Bei der Eule, sie können die Nachtwache und selbst die Stadtwache unterlaufen haben. Er runzelt die Stirn. Mein Geld verdiene ich als Teppichhändler, doch laufen auch andere Fäden bei mir zusammen. Vielleicht kann ich dir helfen. Du solltest jetzt ein paar Stunden schlafen, dann reden wir weiter. Das Zeichen auf deiner Brust pocht noch immer, aber du spürst nach all der Aufregung die Müdigkeit in deinen Knochen. Ino geleitet dich in ein Zimmer. Genau so ist es doch. Alles geht schief und zum Schluss hilft nur eine Karaffe mit Wein. Jetzt träume süß von saurem Most. Im Bett fällst du sofort in einen tiefen Schlaf. Lebensenergie plus 15. Aha. Es geht wieder aufwärts. Na, da sind wir wieder bei 60, ne? 60. Nach wenigen Augenblicken, so scheint es, berührt dich Ino sanft an der Schulter. Es ist Nachmittag. Du wirst wieder zu Samos geführt. Er ist nicht allein. Er liest weiter bei 61. Da sind wir bei 61. Samos erwartet dich wieder am Kopfende der Tafel. Rechts von ihm sitzen zwei Männer. Der eine ist groß und hager, seine steil nach unten gebogene Nase und die dunklen Augen erinnern an einen Falken. Er ist jünger als Samos, doch um die Mundwinkel und auf der Stirn erkennst du feine Falten. Samos deutet auf ihn. Dies ist Pharon, mein Vertrauter im Stadtrat. Pharon, Stadtrat. Er ist ebenso überrascht wie ich von der Anwesenheit der Karben. Doch er hat gute Nachrichten für dich. Pharon erhebt sich und schüttelt lächelnd deine Hand. Hoch erfreut. Die Nachtwache kann stolz auf solche Männer sein. Ich werde meinen Einfluss bei Bezilor geltend machen. Wir holen deinen Onkel Wilhelm aus dem Kerker der Stadtwache heraus. Mit einem Blick auf Samos fügt er hinzu. Seid ganz beruhigt. Er setzt sich wieder. Du nickst ihm dankbar zu. Der andere Mann ist alt und gebeugt. Er hat tiefe Furchen im Gesicht. Ein Netz blauer Adern bedeckt den kahlen Kopf.
Vor ihm auf dem Tisch liegen zwei alte Folianten. Und dies hier ist Arumnas, Bibliothekar von Waldheim. Okay. Arumnas, Bibliothekar. Er hütet längst nicht so viele Bände wie seine Kollegen in Krelheim oder Sagiriton, dafür aber ein paar sehr seltene. Arumnas blickt finster und schürzt den Mund, als trinke er saure Milch. Mit dem Finger deutet er auf dich. Folglich kommen wir nicht umhin, dir zu danken, Nachtwächter. Mutig von dir, die Kreatur zu vertreiben. Vorausgesetzt, deine Geschichte vom jähen Auftauchen der Karben in unseren Gefilden stimmt. Samus räuspert sich und bedeutet dir, dich zu setzen. Ino setzt dir eine Mahlzeit aus Haferflocken und Früchten vor. Die drei anderen lassen sich Wein nachschenken. Naja, gut, immerhin Früchte, ne? Aber ein bisschen Fleisch wäre auch nett gewesen, wenn die anderen schon Wein trinken. Naja. Ein Bild von anscheinend Pharon und Arumnas. Arumnas wird dann ja wahrscheinlich der Ältere sein. Ja. Während du geschlafen hast, haben wir Erkundigungen eingeholt, beginnt Samos. Von dem Wesen, das dich angriff, wird in den Mythen Anmares erzählt. Ein Schattendiener. Glaube nicht, dass du ihn schwer verwundet hast. Feuer bereitet ihm Schmerzen. Ja, aber das nächste Mal wird er vielleicht keinen Umhang tragen, der sofort Feuer fängt. Da du ihm in die Quere gekommen bist, wird er dich jagen, solange du lebst. Und dazu das Zeichen auf deiner Brust. Flüche dieser Art waren lange nicht mehr gesehen. Wir nennen ihn den Fluch des Raben. Samos, der Nachtwächter, tischt dir eine leidlich glaubhafte Geschichte auf. Und du? Marinas Brief, bestätigt es Arumnas. Der Fluch des Raben wird an seiner Menschlichkeit fressen. Die Hakun-Chronik lässt keinen Raum für Zweifel. Du hast sie doch soeben gelesen. Aber selbst wenn er die Wahrheit spricht, brummt Arumnas, ist das noch lange kein Grund, ihm unser Vertrauen zu schenken. Samos schüttelt den Kopf. Er ist bereits mittendrin. Nach Hause kann er nicht mehr, dort warten die Karben auf ihn. Glaube mir, in diesem Jungen steckt mehr als nur ein Nachtwächter. Und niemand weiß, was der Fluch des Raben aus ihm macht. Er hustet, als hätte er sich verschluckt. Er greift nach seinem Becher und leert diesen in einem Zug. Wir müssen herausfinden, welche Magie die Karben nutzen, um ein Wesen wie den Schattendiener beschwören zu können. Pharon räuspert sich. Die Karben greifen nach den höchsten Ämtern Anmars. Stadtrat, diskutieren wir diese Bedrohung hinter vorgehaltener Hand. Bisher waren Betsy, Lohr und ich uns einig, dass die Karben von Waldheim so weit entfernt sind wie der lahme Dämon des Fey von Waldheims Stadtarchiven. Betsy, Lohr ist ein spröder Narr. Und du ebenso, Pharon, wenn du auf ihn hörst, entgegnet Arumnas. Meine Bibliothekare hüten sich, über die Karben zu schreiben. Die Straßen wispern, dass sie längst unter uns sind. Ihre Ohren sollen überall sein. Selbst die feisten Weiber vom Tuchmarkt warten darüber, kaum zu flüstern. Dabei schreien sie ihre Männer doch zu allem heraus. Dabei schreien sie ihre Meinung doch zu allem heraus. Vielleicht ist unser tapferer Nachtwächter hier einer von ihnen. Ich sage euch, die Karben finden jeden, der von ihrem Treiben weiß, und sie bringen ihn zum Schweigen. Nicht alle denken so, Arumnas. Selbst Samos hielt Waldheim für sicher vor den Karben. Aber dennoch glaube ich unserem erschrockenen Freund hier. Unerschrocken. Irgendwas ist heute mit mir. Unerschrockenen Freund hier. Samos nickt und wendet sich dir zu. Eine uralte Gesellschaft bekämpft die Karben. Sie nennt sich die Weiße Eule. Ino bringt Samos einen neuen Becher Wein, von dem dieser einen großen Schluck nimmt. Ein paar Mitglieder der Weißen Eule leben hier, zu wenig, wie sich nun zeigt. Wer sind sie? Fragst du. Wir müssen sie verständigen. Arumnas blickt zu Samos und schüttelt energisch den Kopf. Doch der lächelt. Die Mitglieder der Weißen Eule in Waldheim sind wir drei.
Er führt den Becher zum Mund, zögert kurz und trinkt doch nicht. Leider habe ich viel meiner Kraft verloren, aber zum Glück habe ich Arumnas und Pharon. Seine Hand wandert zu seinem Gehstock. Ohne dich hätten wir nie erfahren, dass die Karben ihre Finger nach Waldheim ausstrecken. Dies ist mein Angebot. Folge mir und ich helfe dir zu überleben. Ino trägt deine Essensreste ab. Er flüstert im Vorbeigehen. Die Karben kommen, mein Fohlen. Greif nach Schwert und Schild und ziehe in den Kampf. Dein Onkel verwundet, dein Haus niedergebrannt, die Karben hinter dir her und du mit dem schlimmsten aller Flüche belegt. Du überlegst nur eine Sekunde, dann schaust du Samos an und sagst, gut, was muss ich tun? Lies weiter bei 131, um herauszufinden, was Samos für dich plant. Samos beugt sich nach vorne und blickt dir in die Augen. Unsere Brüder der Weißen Eule können uns nicht unterstützen, wir sind zu weit entfernt. Ein paar von ihnen sind auf dem Weg hierher, aber so lange können wir nicht warten. Aber ihr drei könnt mir helfen, rufst du. Arumnas stößt ein kehliges Lachen aus. Wozu hast du deine Hellebarde, Nachtwächter? Die Karben sind im Stadtrat. Wenn Pharon Wölfe jagt, kann er keine Schafe hüten. Ino kichert. Schafe mit Hüten, flüstert er. Samos Faust kracht auf den Tisch. Wir scheren uns nicht um Jäger und Schafe, Arumnas. Er atmet tief ein und wendet sich wieder dir zu. Du musst hier weg, und Arumnas hat in einem recht. Du musst alleine gehen und dich verbergen. In Waldheim und auf der großen Handelsstraße werden die Karben dich finden. Wir bleiben nur die Wälder. Pharon schreckt auf. War ich denn mit Blindheit geschlagen? Im Nordwald ist vor ein paar Monaten der Winter ausgebrochen. Viel zu lange war ich nicht dort. Wir hätten die Zeichen erkennen müssen. Diese Kälte im Kalrier hat mit Hexerei zu tun. Leere und Dunkelheit, Arumnas, Kälte und Verzweiflung. Der Nordwald ist ein magischer Ort und der Hort großer Macht. Ich sage euch, wenn er helfen will, sollte er dorthin reisen. Arumnas lacht erneut auf. Das ist nicht dein Ernst, Pharon. Was wissen wir schon über die Magie des Kalrier? Zu vieles ist im Ungewissen. Er soll sich verstecken, nicht helfen. Einen Nachtwächter willst du dorthin schicken, einen Sohn des Königs reiste dorthin und kehrte nicht wieder. Samos nickt. Das stimmt. Bei der Eule möge ihm eine Reise in den Kalrier erspart bleiben. Es bleibt nur die andere Richtung, die wilden Urwälder der Fae im Süden. Klingt auch nicht besser, muss ich jetzt gerade mal sagen. Die wilden Urwälder der Fae. Dort gibt es einen Ort des Wissens, das Heiligtum im Berg Tennoch. Befrage es, wie der Fluch gebrochen werden kann. Pharon streicht sich über das schwarze Haar. Der Glaube der Fae existiert schon lange, sagt er zögernd. Die Weisheit ihres Heiligtums ist so alt wie die Magie des Kalrier. Der Plan ist riskant, aber es könnte gehen. Und die Karben müssen ihn im Fae erstmal finden. Dann ist es beschlossen, ruft Samos. Suche das Heiligtum weit im Süden des Urwaldes. Sei auf der Hut. Der Schattendiener wird dich jagen. Samos leert seinen Becher in einem Zug. Arumnas zieht eine gefaltete Karte aus einem der Folianten und wirft sie vor dich auf den Tisch. Samos greift danach. Wir wissen nicht viel über den Fae. Einer unserer Waldläufer erforscht den Urwald. Nimm diese Kopie seiner Karte. Möge sie dir auf den verworrenen Pfaden des Dschungels eine Hilfe sein. Okay, Karte habe ich schon ausgedruckt. Aber warum kannst nicht du mit mir kommen, platzt du heraus. Samos Hände finden wieder seinen Stock. Ich werde in der Stadt bleiben. Menschen müssen befragt und Archive durchsucht werden. In den Fae kann ich dich nicht begleiten. So alleine, armes Fohlen, singt Ino. Samos mustert dich. Sei vorsichtig, die Grausamkeit der Fae ist legendär. Suche nach Verbündeten.
Pharaon erhebt sich. Auf bald, mein Freund. Arumnas zischt und winkt nach Pharaon. Dieser hilft ihm auf und nimmt dessen Folianten unter den Arm. Sie flüstern gemeinsam, während Pharaon den alten Mann zur Tür führt. Du kannst ihre Worte nicht verstehen. Samos wartet, bis die beiden gegangen sind. Lass dich nicht in Waldheim blicken. Es gibt eine befestigte Siedlung am Rand des Fey. Sie heißt Kornbach. Dort steht mein Landhaus, das einzige zweistöckige Gebäude. Komm dorthin, wenn du deine Aufgabe erfüllt hast. Wir werden dich erwarten, sobald es unsere Angelegenheiten erlauben. Hast du noch Fragen? Die Ereignisse haben einen tosenden Sturm in deinen Gedanken hinterlassen. Trotzdem verneinst du. Samos seufzt. Uns bleiben nur die Stunden bis zum Sonnenuntergang, dann wirst du die Stadt verlassen. Um in der Wildnis jenseits der Stadtmauer bestehen zu können, werde ich dir etwas beibringen. Wähle eine der folgenden Möglichkeiten. Oha, jetzt wird's spannend. Er nimmt seinen Gehstock und schmettert ihn gegen die Wand. Auf dem Weg der Krallen lernst du die tieferen Geheimnisse der Waffenkunst. Du verlässt dich auf deine Körperkraft und deine Geschicklichkeit. Dann balanciert er den Stock waagerecht auf zwei Fingern. Der Geist ist der andere Weg, wir nennen ihn den Weg der Schwingen. Du wirst geringere Kraft haben, doch kann dich die Macht der Gedanken im Kampf unterstützen. Entscheide dich jetzt, ob du den Weg der Krallen oder den Weg der Schwingen beschreiten willst. Im Kampf sind auf dem Weg der Krallen weniger Regeln zu beachten. Der Weg der Schwingen dagegen ist dann der richtige für dich, wenn du gerne mehrere Möglichkeiten abwägst. Wählst du den Weg der Krallen, dann lies weiter bei 98. Tauchst du lieber in die mystische und komplexe Welt der Kraft des Geistes ein, dann wähle den Weg der Schwingen und lies weiter bei 195. Es klingt so, als wenn das eine relativ wichtige Entscheidung ist. Also Weg der Krallen, also kampflastig, oder Weg der Schwingen, also Kraft des Geistes, keine Ahnung, vielleicht sogar irgendwann Magie, bin mir nicht sicher. Haben wir überhaupt Zuschauer? Falls ihr möchtet, sagt mal kurz eure Meinung. Also entweder Weg der Krallen oder Weg der Schwingen. Würde mich interessieren, falls ihr Lust habt. Sag das mal kurz. Ich schaue mal kurz den Charakterbogen an, wo es um die Steigerungen geht. Vielleicht werde ich daraus ein bisschen schlau. Weg der Krallen. Okay. Angriff, Verteidigung, Bogenschießen. Pfad des Berserkers, Pfad des Kampfmönchs, Pfad des Waldläufers. Und bei dem Weg der Schwingen gibt es dann sowas Schönes wie Schlangenwendigkeit, Flammenwaffe, Schattenschild, Vision, innerer Frieden, Gegengift. Ha. Und dann auch weitere Pfade, wie zum Beispiel Pfad der Geister mit einem Geister, Schattenschild, Pfad des Kampfmagiers, Flammenwaffe des Kampfmagiers. Eigentlich mag ich ja Kämpfer und Barbaren und Co., aber Ausbildung auf dem Weg der Schwingen klingt irgendwie cool. Ich bin gerade ein wenig unsicher. So ein Kampfmönch ist ja auch nicht uncool. Schau mal. Ich glaube nicht, dass irgendwer antwortet. Orakel macht ja gerade hier seinen Charakter steigert er oder so, hat er erzählt. Okay.
Ja, hast recht, Orakel, klingt beides ziemlich nebulös. Ich würde jetzt gerade aus dem Bauch. Ja, da konnte ich nicht weiterlesen. Immerhin Gründen. Ich würde jetzt gerade aus dem Bauch heraus schwingen sagen. Ja, das ist auch mein Instinkt gerade. Okay, dann nehmen wir doch einfach mal den Weg der Schwingen und lies bei 195 weiter. Tun wir das. Schauen wir, wie weit es uns bringt. 195. Du hast dich entschieden, den geheimnisvollen Weg der Schwingen zu gehen. Samos blickt dich anerkennend an. Er geleitet dich in einen weiteren Raum im Keller seines Anwesens und schlurft zu einem Buchständer, auf dem ein schweres, in rotes Leder gebundenes Buch bereit liegt. Er lässt dich vor dem Buch mit der Hand auf dem Herzen Aufstellung nehmen und liest dir eine Formel vor, die du nachsprichst. Ich gelobe, dass ich die Kraft der Schwinge nie zum Schaden der Weißen Eule oder gegen ein Mitglied des Ordens der Weißen Eule einsetzen werde. Dann reicht er dir eine Schale, in der eine klare Flüssigkeit enthalten ist. Er bedeutet dir, die Schale mit beiden Händen zu halten. Tritt vor dich und schaut dir direkt in die Augen. Er taucht zwei Finger der linken Hand in die Flüssigkeit, malt damit ein Symbol auf deine Stirn und murmelt eine Formel in einer Sprache, die du noch nie gehört hast. Unwillkürlich schließt du die Augen und wartest. Irgendwann hörst du ein leises Rauschen, das lauter wird, bis es einem Orkan gleicht. Gleichzeitig wirst du von einem gleißenden Licht geblendet, das aus deinem Inneren zu kommen scheint. Du reißt die Augen auf, doch siehst du nichts mehr. Du bist blind. Dann wirst du ohnmächtig. Auf einer schmalen Liege direkt neben dem Buchständer erwachst du. Du kannst wieder sehen. Auf einem Stuhl aus schwerem, dunklem Holz sitzt Samos. Als er bemerkt, dass du wach bist, erhebt er sich mühsam und kommt lächelnd auf dich zu. Er vergewissert sich kurz, dass du halbwegs bei Bewusstsein bist. Du hast die Weihe des Geistes erhalten. Du bist jetzt in der Lage, deine Fähigkeiten durch die Kraft deiner Gedanken zu verstärken. Die ersten Grundfertigkeiten zeige ich dir jetzt. Bedenke aber, dass du jede nur ein paar Mal einsetzen kannst. Samos zeigt dir die Grundlagen von drei Fertigkeiten für den Kampf und von drei Fertigkeiten für außerhalb des Kampfes. Lies jetzt im Kapitel Ausbildung hinter den Regeln Teil 1 Grundfertigkeiten auf dem Weg der Schwingen. Achte darauf, dass du im Kapitel Ausbildung bist, das sich ausdrücklich auf den Weg der Schwingen und nicht den Weg der Krallen bezieht. Okay, das können wir gleich noch machen. Du wirst feststellen, fährt Samos fort, dass deine Geisteskraft deinen Körper wie eine zweite unsichtbare Haut umgibt. Um zu ermitteln, wie stark du geworden bist, geh jetzt wieder in den Teil Ausbildung hinter den Regeln und lies Teil 2 Rätsel auf dem Weg der Schwingen. Kehre danach hierher zurück. Vergiss nicht, alle Änderungen im Spielbogen zu vermerken. Nun ist es Zeit, deine Reise zu beginnen. Okay. Bevor wir unsere Reise beginnen und bevor ich für heute das Ganze beende, werden wir uns noch mal ganz kurz zusammen die Regeln anschauen zur Ausbildung. Hinter den Regeln. Ausbildung. Der Weg der Schwingen. Teil 1. Ja, das sollen wir lesen. Grundfertigkeiten auf dem Weg der Schwingen. Auf dem Weg der Schwingen lernst du drei Grundfertigkeiten für den Kampf und drei Grundfertigkeiten außerhalb des Kampfes. Du kannst alle diese Fertigkeiten nutzen, allerdings nur eingeschränkt einsetzen. Den aktuellen Stand dieser Fertigkeiten solltest du auf dem Bogen Ausbildung auf dem Weg der Schwingen notieren. Ja, den habe ich hier ja. Ausbildung auf dem Weg der Schwingen. Grundfertigkeiten Kampf. Um eine Fertigkeit im Kampf zu aktivieren, musst du ein Opfer von 10 Punkten Lebensenergie bringen. Oh nein! Aktivierung ist jederzeit während eines Kampfes möglich. Die Fertigkeit schwindet nach Ende des Kampfes. Kampf gegen mehrere, nachdem der letzte Gegner besiegt ist. Ja, das hoffe ich doch. A.
Schlangenwendigkeit. Bis zum Ende des Kampfes steigt deine Gewandtheit um 2. Du darfst Schlangenwendigkeit zweimal während des gesamten Abenteuers aktivieren. Flammenwaffe. Setze deine Waffe bis zum Ende des Kampfes in Flammen. Ihr Schaden erhöht sich dadurch um 9. Das hört sich viel an. Du darfst diesen Zauber zweimal während des gesamten Abenteuers einsetzen. Das ist doof, ich will den häufiger einsetzen, nicht nur zweimal. C. Schattenschild. Rüstung erhöht sich bis zum Ende des Kampfes um 5. Während des gesamten Abenteuers zweimal aktivierbar. Hinweis. Es können auch mehrere Grundfertigkeiten im selben Kampf eingesetzt werden. Jede kostet jedoch zur Aktivierung das Opfer von 10 Punkten Lebensenergie. Ja, dann ist das wohl so, ne? Grundfertigkeiten außerhalb des Kampfes. Diese Fertigkeiten kosten keine Lebensenergie. Super. A. Vision. Nachsehen, was unter einer nächsten Nummer geschieht. Oh, das ist nicht uncool. Zweimal einsetzbar. Ihr wollt mich doch verscheißern. B. Innerer Frieden. Einmalig? Menschlichkeit plus 1. Nur einmal einsetzbar. Ja, deswegen auch einmalig. C. Gegengift. Schlangen- oder Zombiebiss neutralisieren. Mächtig, aber auch nur einmal einsetzbar. Okay, und Teil 2 sollten wir ja auch direkt lesen. Rätsel auf dem Weg der Oh nein, jetzt kommen Rätsel. Ich bin echt nicht gut mit Rätseln. Ja, super. Und die Rätsel geben auch noch Lebensenergie. Das heißt, wenn ich die Rätsel ohne Hilfe löse, bekomme ich mehr Lebensenergie, als wenn ich sie mit Hilfe löse. Ist nicht fair. Gelten eigentlich Zuschauer in dem Hangout als Mithilfe? Ich glaube nicht. Also, schauen wir. Oh Mann, ich brauche mehr Alkohol. Also. Um zu ermitteln, wie erfolgreich Samos Zeremonie war, musst du die folgenden 2 Rätsel lösen. Die Lösungen zu den Rätseln findest du im Anhang zu Buch 3, kurz vor den Regeln. Samos erstes Rätsel. Welcher Begriff passt nicht zu den anderen? Arumnas, Samos, Wilhelm, Pharon. Wenn du das Rätsel richtig löst, erhöht sich der Höchstwert deiner Lebensenergie um 20. Ist das Rätsel zu schwer, darfst du Samos nach einem Hinweis fragen. Bist du dann in der Lage, das Rätsel zu lösen, erhöht sich der Höchstwert deiner Lebensenergie um 10. Arumnas, Samos, Wilhelm, Pharon. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich dafür keine Hilfe brauche. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Aber vorsichtshalber gucke ich nochmal das. Ups, Entschuldigung. Dann schaue ich nochmal ganz kurz in die Kommentare. Orakel. Genau, Agent Akira Sito wird nebenbei gesteigert. Darüber muss ich später nochmal mit dir sprechen, Orakel. Okay, also Arumnas, Samos, Wilhelm und Pharon. Ich bin jetzt ziemlich sicher, dass in diese Reihe der gute Wilhelm nicht reinpasst, weil Arumnas, Samos und Pharon nun mal zur Weißen Eule gehören und Wilhelm, soweit wir wissen, nicht. Also sage ich jetzt einfach mal, C. Wilhelm passt nicht da rein. Die Lösung zu Buch 3. Also ich mache erstmal Rätsel 2. Samos zweites Rätsel. Der Geselle unerkannt an dem Orte unbemannt. Die Gier treibt ihn zu stillen, den Durst des Wahnsinns unbeschrankt. Er stiehlt nur das im Stillen, was ihm wird ewig fehlen gegen deinen Willen. What the fuck? Wo ist denn jetzt das Rätsel? Also, der Geselle unerkannt, an dem Orte unbemannt. Die Gier treibt ihn zu stillen, den Durst des Wahnsinns unbeschrankt. Er stiehlt nur das im Stillen, was ihm wird ewig fehlen.
gegen deinen Willen. Ich verstehe gerade nicht, wo das Rätsel ist. Ist es hier so ein Rätsel, was ist das? Oder wie? Ja, super. Da kriege ich dann noch keine Hilfe, sondern entweder ich löse es oder ich löse es nicht. Super. Okay. Orakel oder wer auch immer da zuschaut. Angeblich haben wir 4 Zuschauer. Ich brauche da jetzt wirklich mal kurz Hilfe. Der Geselle unerkannt, an dem Orte unbemannt. Die Gier treibt ihn zu stillen, den Durst des Wahnsinns unbeschrankt. Er stiehlt nur das im Stillen, was ihm wird ewig fehlen. Gegen deinen Willen. Ich sag doch, ich bin zu doof für Rätsel. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal die 7 magischen Kelche gespielt habe. Da war ich glaube, es war das erste Abenteuer überhaupt, das ich damals gespielt habe. Und da war doch glatt in dieser Ausgabe ein Rätsel, wo es um die Rolling Stones ging. Und ich glaube, die Lösung war, nehmen wir es mit Nervous Breakdown, irgendein Lied. 99 Nervous Breakdown oder so, ich bin mir nicht sicher. Was natürlich völliger Blödsinn war in einem DS-Abenteuer, aber seitdem hasse ich Rätsel. Unfassbar. Also Leute, ich brauche hier echt mal Hilfe. Orakel, hör auf, deine blöde Schnalle da zu steigern. Sag mir die Lösung zu diesem Rätsel. Der Geselle unerkannt, an dem Orte unbemannt, die Gier treibt ihn zu stillen, den Durst des Wahnsinns unbeschrankt, er stiehlt nur das im Stillen, was ihm wird ewig fehlen, gegen deinen Willen. Ja, 42, ja, das würde ich jetzt auch, meine erste Antwort, 42. Oder, ich werde aus dem Rätsel auch nicht schlau. Orakel. Ich dachte eigentlich bisher immer, du bist intelligenter als ich. Das kann doch nicht sein, dass du daraus auch nicht schlau wirst. Leute. Ich glaube, darüber muss ich noch ein bisschen nachdenken. Kein Schimmer. Die Gier treibt ihn zu stillen, den Durst des Wahnsinns unbeschrankt. Die Gier treibt ihn zu stillen. Was denn? Der Geselle unerkannt, an dem Orte unbemannt. Was für ein Ort ist denn unbemannt und welcher Geselle will die Gier stillen? Und anscheinend hat das auch noch mit Wahnsinn zu tun, den Durst des Wahnsinns. Und der Geselle stiehlt nur das im Stillen, was ihm wird ewig fehlen. Hä? Ja, aber wenn er es doch stiehlt, warum fehlt es ihm dann? Gegen deinen Willen, gegen meinen Willen? Meine Fresse. Nee, ist mir zu hoch. Also, ich hatte sowieso vorher angekündigt, dass ich nur ungefähr 1 Stunde machen werde. Und mit diesem ungelösten Rätsel werde ich da jetzt auch aufhören. Ich habe gerade ein bisschen Angst, die Lösung zum ersten Rätsel nachzugucken, weil ich Angst habe, dass irgendwie die Lösung zum zweiten Rätsel auch direkt dabei steht oder so. Das wäre irgendwie dann uncool, wenn ich dadurch versehentlich sehen würde. Also lassen wir das mal ungelöst, aber ich gehe stark davon aus, dass es Willen ist, alles andere macht keinen Sinn. Und so einfach wie Rätsel 1 anscheinend ist, so schwierig finde ich zumindest Rätsel 2. Aber ich bin auch wirklich völlig plemplem, wenn es um Rätsel geht. Tut mir leid. Ich schaue jetzt nochmal kurz, ob sich nicht doch irgendwer erbarmt hat, beim Rätsellösen zu helfen. Dafür refreshe ich nochmal kurz. Ah, Heidi Witzka, da gibt's einen neuen Kommentar.
Schauen wir. Oh ne, das ist nur der Kommentar, der ja vorhin schon angezeigt wurde mit der 42. Okay, also, ich höre auch die Autotür, meine Frau kommt zurück, der Hund, und gleich wird's laut. Die Lösung des Rätsels vertage ich. Falls jemand eine Ahnung hat, bitte unter das Video posten. Ich werde mir eure Antworten anschauen und dann am Anfang des nächsten Males werde ich einfach mal kurz das Rätsel entweder auflösen oder auf die 10 Punkte Lebensenergie verzichten. Drauf geschissen. Aber für heute machen wir erstmal Schicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder wird euch noch gefallen. Ziemlich viel vorzulesen heute. Aber so ist das halt am Anfang. Muss ja erst alles mal eingeführt werden und vorbereitet werden. Ich gehe stark davon aus, dass der Actionanteil noch um einiges höher wird. Und irgendwie befürchte ich, dass dieses Buch nicht gerade wenig tödlich sein wird. Also, bis zum nächsten Mal. Es wird nicht wieder so viele Wochen dauern. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, spätestens alle 2 Samstage mit diesem Buch weiterzumachen. Also, bis dann. Tschüss.